Heute ist Herr Pierer mit uns. Er ist der Gründer von Pierer Mobility. Aber sagen Sie vielleicht selber noch mal ein bisschen, wer Sie sind und was Sie genau machen, vor allem was Pierer Mobility auch macht. Ja, mein Name ist Stefan Pierer. Ich bin der Mehrheitseigentümer der börsennotierten Pierer Mobility AG. Diese Gruppe stellt meine unternehmerische Karriere in den letzten 30 Jahren dar. Ich habe vor mehr oder knapp 30 Jahren in Österreich die bekannte Motorradmarke KTM aus der damaligen Insolvenz in Form eines Asset-Deals heraus übernommen. Ich habe damals sehr klein begonnen mit 1992 mit 160 Mitarbeitern und sind mittlerweile aufgestiegen zu Europas größten Motorradhersteller. Wir werden heuer sicher mehr als 300.000 Motorräder produzieren und verkaufen. Mittlerweile haben wir nicht nur die Marke KTM, sondern seit 8 Jahren auch die Marke Husqvarna Motorcycles und seit 1,5 Jahren die junge spanische GasGas Trail Marke mit an Bord. Unsere Gruppe beschäftigt in etwa 4.500 Mitarbeiter. Wir haben im letzten Jahr trotz Corona einen leicht höheren Umsatz als im Jahr davor erzielt. Das sind über 1,5 Milliarden, 1,530 gewesen. Wir haben ein sehr ordentliches Ergebnis erzielt. Also das motorisierte Zweirad, wie überhaupt das einspurige, nicht nur aus der Corona-Krise, sondern auch aus der Klimadiskussion einer der großen Profiteure in der Mobilität sein werden. Vor allem die Mobilität auf der kurzen Strecke. Urbane Mobilität, die Elektromobilität wird für uns eine wichtige Rolle im kleinvolumigen Bereich darstellen. Und als Europas größter mit 2 strategischen Verbindungen nach Indien, unser der 2 größte indische Hersteller Bajaj ist bei uns an Bord, minderheitsmäßig, der produziert für uns die Einstiegsmotorräder. Zum Beispiel haben wir letztes Jahr 130.000 Motorräder in Indien produzieren lassen. Und wir haben ab diesem Jahr auch einen starken in China. Wir haben einen 49-prozentiges Anteil in einem gemeinsamen Joint Venture, wo eine neue Fabrik gebaut wurde, wo in Hinkunft auf einer Motorenplattform, die wir eingebracht haben, Einstiegs-Mittelklasse-Motorräder für den weltweiten Verkauf produziert werden. In Europa, also an dem Standort Martighofen, das ist nördlich von Salzburg an der bayerischen Grenze, können wir bis zu 200.000 Einheiten produzieren. Dort konzentrieren wir uns auf Geländesportmotorräder, die technisch sehr anspruchsvoll sind und hochvolumige, großvolumige Straßenmotorräder. So ist in etwa die Gruppe. Der Ausblick für dieses Jahr ist ausgezeichnet, denn einerseits ist durch die riesige Nachfrage letzten Jahres sind die Händlerlager insbesondere in Nordamerika und Australien nur ziemlich geleert. Das heißt, wir müssen einmal auffüllen und auch die Absatzzahlen auch in diesen Tagen, also den ersten 1,5 Monaten, sind sehr, sehr erfreulich, sind nach wie vor über dem Jahr davor. Und das bringt uns dazu, dass wir sicher zweistellig einerseits die Produktion als auch den Umsatz dieses Jahr abliefern werden. Also sagen wir so, ein Ende von diesem Corona-Boom ist jetzt noch nie absehbar, ne? Weil die Leute wollen die Natur und probieren solche Sachen. Das wird irgendwann vielleicht auch mal abflachen, aber aktuell sehen Sie das noch nicht. Es hat zwei Dinge sind, die das Mobilitätsverhalten durch Corona verschärft. Es hat gezeigt, dass auf der kurzen Strecke brauche ich kein großes Auto. Das nächste Thema, dass die sogenannte Corona-Risikogruppe mit dem 6er davor und älter mit dem Elektrofahrrad ein wirklich interessantes, schönes Produkt, um die freie Natur zu genießen, sich auch letztlich auch körperlich zu betätigen. Das wird anhalten. Das ist das eine Thema. Und dann kommt die Elektromobilität im Zweiradbereich, gepusht durch das Elektrofahrrad, natürlich jetzt in die kleinvolumigen Bereiche. Also Mofa, Moped, Roller, 50 Kubik bis 125 gehen wir davon aus in der nächsten Dekade, dass ein hoher Anteil elektrisch wird. Auch gepusht durch Einfahrverbote für Verbrenner in bestimmten Städten. Das beginnt ja bereits. Ja. Gehen wir aber nochmal einen Schritt zurück. Sie haben, vor 30 Jahren haben Sie die KTM aus der Insolvenz gekauft. Heute sind Sie einer der erfolgreichsten Unternehmer aus Österreich. Was würden Sie sagen, waren denn so diese 3 Erfolgsfaktoren, dass man aus einer insolventen Marke jetzt den größten Anbieter in Europa geformt hat in dem Bereich? Das eine Wichtigste ist einmal das Thema Fokussierung auf die Stärke des Unternehmens, die zu dem Zeitpunkt war. Zu dem Zeitpunkt hatte KTM nur Geländesportmotorräder. Die waren allerdings sehr schnell, also das waren die schnellsten, aber hatten keine Qualität. Also
Das KTM wurde mal kick 10 minutes, keine 1000 Meter, all diese blöden Sprüche habe ich gehört am Anfang. Das heißt, der erste Schritt war das Thema, nachdem der Mitbewerb vier japanische Marken sind, Qualität. Also der erste Schritt war Qualität. Das zweite war natürlich das Thema, die Marke im Premium zu schärfen. Das heißt, wir haben also das Thema Design ganz stark hineingebracht. Also eine KTM erkennt man durch ein ganz spezielles Design und letztendlich auch durch die Farbe Orange, die wir eingeführt haben. Immer wenn wir in den Rennsport gehen, dann ist die Farbe Orange bei uns zu sehen. Und interessanterweise, was ich gelernt habe, der Rennsport ist die Verbindung der beiden Innovationstheorien. Man unterscheidet die freiwillige, das ist die schwierigste, ja, und die erzwungene. Die erzwungene ist zwar auch schwer, aber da gibt es nur sein oder nicht sein. Und beim Rennsport ist es so, ich suche mir eine Rennsportklasse aus und nehme dort teil. Das ist einmal freiwillig. Ich entwickle Dinge. Dann sehe ich alle 14 Tage im Fernsehen sonst, was mir fehlt dazu. Es gibt eine derartige Drive in der ganzen Unternehmung, in der Organisation, um dorthin zu kommen. Mhm. Ja, nur zum Beispiel, wir haben vor 5 Jahren entschieden, oder bald 6 Jahren in die MotoGP, in die höchste Rennsportklasse einzusteigen. Jeder hat gelächelt, was wollen die da, gegen die Japaner hin und her. Wir sind nach 4 Jahren, haben wir 3 Siege eingefahren. Mit einer Konsequenz, mit eigener Technologie, mit natürlich Motivation. Und das gibt natürlich eine Kraft für die ganze Unternehmung. Das ist wie ein Klebstoff. Und das Nächste, was ich glaube, was zum Erfolg geführt hat, ich bin ein Veteran am Kapitalmarkt. Ich habe 1996 meine erste Börseneinführung gemacht. Damals hatte ich mit Partner, die einfach das Geld gesehen haben und wollten verkaufen. Aus dem Grund bin ich an die Börse gegangen, habe Eigenkapital geraced und auf der anderen Seite meine Mitstreiter dann auszahlen können. Und damit, ich glaube, die Verbindung eines unternehmerisch geführten Unternehmers, privat geführt, mit den Stärken des Kapitalmarkts. Und ich erkläre das meinen Investoren immer so, dass ich sage, ich bin der Autobuschauffeur, dem der Autobus gehört. Ich bleibe bei Haltestellen stehen, zu- und aussteigen. Aber ich lasse mir ungern in mein Lenkrad greifen. Und wenn es einem nicht passt, sage ich, du, dann steig aus beim nächsten Stopp. Ja. So, das ist manchmal, natürlich, ja, wenn sie mit großen Investoren reden, sagen, der hat einen Vogel oder hin und her, aber ich pflege das seit über 20, bald 25 Jahren, bin damit erfolgreich und habe auch eine ganz spezielle Zielgruppe an Investoren. Das sind dann langfristig orientierte Family Fonds oder in diese Richtung, die das auf der anderen Seite auch schätzen, den Entscheidungsträger auch persönlich im Gespräch zu haben, auf Frage und Antwort zu stellen. Und ich muss auch sagen, ich habe viel profitiert aus diesen Investorengesprächen. Nicht alles ist, wie Sie sagen, wiederholende Fragen, sind manchmal ganz kritische Fragen, wo man hinterfragt, na, eigentlich sollte man sich überlegen. Mhm. Nee, das ist ja auch ein Outperformance-Faktor, ne? Gründergeführte Firmen. Ja, und ich muss sagen, ich schätze diese Gespräche, sind auch motivierend. Ja? Und ich muss auch sagen, das war auch eines der Erfolgskriterien letztes Jahr in Corona-Krise, durch die digitalen Möglichkeiten. Wir haben auch permanent informiert unsere wichtigen Investoren. Wir haben gesagt, so geht es uns und so schauen wir es aus, so schätzen wir es ein, das haben wir gemacht. Das war auch mit der Grund, wieso wir unseren Kurs wirklich nach dem Rückschlag, wie alle, so gut entwickelt hat. Sie sind ja vor allem Hersteller von Motorrädern, machen aber auch Fahrräder. Wie verhält sich das vom Umsatz ungefähr? Wir haben, also vielleicht von der Entwicklung her, meiner Geschichte. Anfänglich habe ich nur Geländemotorräder gemacht mit meiner Marke KTM. Mit meinem ersten Börsengang 96 war die Titelstory KTM Goes On Road. Das heißt, dass wir strategisch auf die Straße gegangen sind. Es hat 10 Jahre gebraucht, dass wir dort wirklich ein Spieler geworden sind. Der richtige Händlernetz, die richtigen Produkte, die richtige Kompetenz, die Akzeptanz beim Kunden. Und vor 5 Jahren hat der Boom mit den Elektrofahrern begonnen. Und da haben wir gesagt, eigentlich, wir müssen als Zweiradhersteller muss man strategisch hinein. Vor 3 Jahren hatten wir die glückliche Situation, dass eine sehr erfahrene Fahrradunternehmerfamilie aus dem Standort Schweinfurt, die mit Highbike und sehr erfolgreich war, die wollte sich selbstständig machen und hat uns kontaktiert, ob wir gemeinsam was machen können. Wir haben rasch zueinander gefunden. Wir haben die Marke Husqvarna, die haben die Marke Raymond mit dazu gebracht
und haben aber einen Stufenplan gehabt. Und der Stufenplan hat gelautet, dass im letzten Jahr wir komplett 100% übernehmen und damit voll integrieren. Und wir haben im letzten Jahr bereits fast 70.000 Einheiten verkauft, nur Deutschland, Österreich, Schweiz. Und da haben wir einen ganz großen Plan. Wir wollen in diesem Bereich in den nächsten 5 Jahren eine halbe Milliarde Umsatz machen und auch ein globaler Spieler werden wie beim Motorrad. Ich habe ehrlich gesagt ein Fahrrad von KTM, aber das wird Ja. ja vielen Leuten nicht bewusst sein, dass es zwei verschiedene Marken sind oder sage ich mal zwei verschiedene Unternehmen. Führt es nicht zu Verwechslungen oder manchmal sagt man, ich baue hier die Marke KTM auf und ich helfe den anderen auch. Wie sehen Sie das oder dass man da irgendwie Also, zusammengeht, ist schwierig. ich habe dazu eine emotionale und eine rationale Position dazu. Emotionale gebe ich Ihnen recht. Ich habe aber allerdings, als ich vor 30 Jahren die Marke KTM aus dem Insolvenz herausgekauft habe, war auch das Fahrrad mit drinnen. Damals war mir das Fahrrad zu viel auf einmal. Ich hatte damals einen österreichischen Fahrradgroßhändler mit an Bord geholt und gesagt, bitte nimm du das Fahrrad, weil sonst kriegen wir keinen Zuschlag vom Richter. Und habe ihm das gegeben und habe ihm die exklusive Lizenz für das Fahrrad gegeben. Ja. Dieser Unternehmer ist mir leider nach 4, 5 Jahren abhanden gekommen, weil seine Frau, eine Taiwanesin, ihn geschieden hat und aus der Firma geschmissen hat. Jetzt habe ich also seit 20 Jahren eine taiwanesische, würde ich sagen, erfolgreiche, aber typisch chinesische Unternehmerin vis-à-vis mit der. Unterwegs. Schwierig, ja. Die in der Markenentwicklung, die wir in 20 Jahren oder 30 Jahren hingelegt, im Windschatten fährt und unter der Premium-Marke KTM, sie kriegen es ja überall. Sie kriegen es beim XXL, beim Hervis, beim Ding und sonst wo überall. Also jeder, der KTM haben will, kriegt sie und macht es sehr erfolgreich. Allerdings im Windschatten unserer Premium-Marke. Klar, und das, die Das ist wollen der natürlich Grund, wieso wir verkaufen. nicht die Marke KTM, sondern die Marke Husqvarna, die Marke Raymon und jetzt GasGas im Portfolio haben. Dann sind Sie eigentlich, sage ich mal, neu auf dem Markt bei Elektrofahrrädern, ne? Wenn man sagt, man hat vor 5 Jahren Sind angefangen. seit 2 Jahren auf dem Markt und sind hier aus dem Stand heraus sicher die schnellstwachsende, klar. Wir haben nämlich neben der Situation, dass der Fahrradhandel natürlich bedient wird, wir haben einen weltweiten Motorradfachhandel, der die Marken KTM, Husqvarna und GasGas vertreibt, über 3600. Und ein Elektrofahrrad ist ein motorisiertes Zweirad. Also es ist ein kleines Mofa. Sie haben eine Garantie, Sie haben eine Batterie, Sie haben einen Elektroantrieb, Sie haben eine Servicefunktion zu erfüllen, Sie müssen den Kunden beraten. Dieses Produkt bewegt sich auch Richtung Motorradhandel. Ja? Und viele Anbieter klopfen bei unseren Händlern an und sagen, könnten wir, was weiß ich, ein Track, ein Specialized bei euch vertreiben? Und da sind wir natürlich in der Situation, dass wir sagen, ihr seid unsere Händler exklusiv, ihr kriegt von uns die adäquaten Produkte. Und das ist der Grund, wieso wir hohe Wachstumsraten aufweisen, weil neben dem klassischen Fahrradhandel wir auf einem Schlag, sage ich, 30, 40, 50% unseres weltweiten Vertriebs hier bedienen können. In den USA gibt es ein Startup, was sehr erfolgreich wurde, ist mit Online-Direktvertrieb von Elektrofahrrädern. Haben Sie in die Richtung mal nachgedacht, noch mit einer anderen Ja, Marke oder? ich bin groß geworden am Motorrad mit B2B. Mein Händler ist das Frontend, die Schnittstelle zu meinem Kunden. Wir verkaufen ein emotionales Produkt, das sehr teuer ist. Mein Händler muss bereit sein, am Wochenende seine Kunden zu bedienen. Da brauchen sie emotionale, da müssen sie dedicated sein. Das können sie nicht als eine Organisation. Wir bieten allerdings unseren Händlern eine internetbasierende Händlerplattform, wo alles abgewickelt wird. Wir versuchen mit digitalen Hilfsmitteln sie zu unterstützen. Sie können ihr Produkt konfigurieren und dort abholen. Sie können einen Webshop damit bedienen. Aber es ist immer der Händler an Bord bei uns. Und diese Philosophie möchten wir auch beim Fahrrad oder beim Elektrofahrrad. Deshalb ist für uns das Internet ausgeschlossen. Ja, das Internet dient zum Konfigurieren, zum Händlersuche, zum Vorbereiten, zum Click and Collect, aber nicht zum Direktverkauf. Da gibt es gute Firmen wie Canyon zum Beispiel. Das ist ein deutsches, sehr gutes Unternehmen. Das ist ausschließlich auf Internet. Ja. Also wir haben einen ganz anderen Vertriebskanal. Okay, verstanden. Ich meine, bei Fahrrädern sind Sie ja, profitieren Sie von der Transformation zu Elektrorädern, ne? Weil Elektrofahrrädern vergrößert den Markt, es entsteht neue Nachfrage, neue Use Cases. Aber im Bereich Motorräder
sind es ja immer noch, sag ich mal, die werden ja konventionell angetrieben zu 98, 99%. Wie sehen Sie da die Transformation? Tesla hat ja zum Glück gesagt, sag ich mal, sie wollen nie ein Elektromotorrad anbieten, weil ich glaube, Elon Musk wäre beinahe mal beim Motorradunfall gestorben, deswegen will er das nicht machen. Ja, da wird ja auch was kommen. Blick am Mars. Das ist cool. Naja, bei uns hat die Elektromobilität eine ganz wichtige Rolle im kleinvolumigen Bereich, also im Niedrigvoltbereich. 48-Volt-Technologie ist vollkommen ungefährlich in Produktion, Logistik und Händlerebene. Ja, im Gegensatz zu den Hochvoltkonzepten bei den Autos. Mhm. Ja, wir haben Produkte, die leicht, also vom Gewicht her leicht sind. Produkte, die keine langen Strecken tun müssen im kleinen Bereich. Also sie fahren 30, 40, 50 Kilometer, best case mit einem Scooter am Tag. Und deshalb wird sich diese Technologie kommend vom Fahrrad, 48 Volt, auf Moped, Mofa, Roller bis A1-Klasse 125 hinauf bewegen in den nächsten Jahren. Und in dem Bereich sind wir durch unsere strategische Position. Wir sind der Pionier in der Elektromotorradbereich. Wir haben bereits vor fast 10 Jahren das erste Gelände-Elektromotorrad in den Markt gebracht. Das ist ein Nischenprodukt, aber wir haben all die Erfahrungen, die man braucht, um auch hier, und da sind wir sicherlich nicht jetzt, dass wir uns überschätzen, wir werden in Europa eine führende Rolle in der Elektromobilität auf 2 Rädern spielen. Mhm. Also auch nur und die Elektromobilität wird sehr stark in diesem Bereich in Europa sein. Ja. Sie müssen ja sich das leisten können. In Indien ist das überschaubar, in Asien. Also wir haben den Green Deal, zu dem müssen wir stehen. Für das haben wir auch die Politiker gewählt. Und das heißt, Europa wird in der Elektromobilität, in der Massenausweitung sicher an eine führende Position gehen. Ob es sinnvoll ist oder nicht, das ist wieder was anderes. Aber sagen wir mal, das Elektroauto kommt jetzt immer mehr. Das Motorrad, glaube ich, noch ein bisschen hinten dran. Wann glauben Sie, dass der Markt da... Dass Motorrad das wird im großvolumigen Motorrad wird es nie kommen. Ich meine, technisch ist alles möglich. Nur, wenn ich eine Reise entdecke, habe, sage ich, vor einem Schlag 500, 600 Kilometer, dann haben sie ein doppelt so schweres Produkt und fahren unten einen Ziegel mit Lithium-Ionen-Zellen. Das ist dumm. Ja. Das ist das Thema Technologie offen. Wir sehen bis 125, vielleicht geht es hinauf bis zu einer Leistung von 30, 35 kW, kann man technologisch mit einer Marge abdecken. Alles, was drüber ist, ist für mich synthetischer Kraftstoff. Ähnlich wie im Rennsport. Formel 1 kommt auch nächstes Jahr. Ja. Also von so, sag ich mal so, kennen Sie Energica, also so im High-End-Bereich, davon halten Sie ja, nichts? Ja, ja, wenn Sie, ich bin ja 30 Jahre in der Branche, habe viele solcher Startups zu mir, die haben mir das Konzept vorgelegt, wie viel Geld sie brauchen, dann habe ich immer einen arroganten Antwort und sage, ich gebe Ihnen meine Kontonummer. Die Hälfte überweisen Sie mir, die Hälfte behalten Sie und bitte tun Sie es nicht. Mhm. Ja, da habe ich schon viele Leute, die mir nachher sagen, eigentlich haben sie recht gehabt, aber es ist zu spät. Okay. Das ist, vergessen Sie es. Haben Sie die einmal auf der Rennstrecke gesehen? 350 Kilometer, ein leichter Fahrer umfällt, kann das nicht einmal aufstellen. Hm. Und dann kommt die Feuerwehr vom Flughafen. Ja, weil das. Okay. Nice. Aber Sie haben ja, sagen wir mal, wenn man Richtung Startup, das X-Bow Supercar ist ja auch, sage ich mal, so eine. Wenn man das sagt, war mein. Das ist auch in Richtung Startup, wenn man sagt, das ist. Was ist der Hintergrund dahinter? Markenaufbau ein bisschen oder was die Idee dahinter? Ich kann Ihnen ganz klar sagen, wenn Sie Unternehmertum ist Trial and Error, ist Versuch und Irrtum mit 2 Prämissen. Wenn man einen Fehler macht, darf man ihn nicht wiederholen, daraus lernen und man muss das Glück haben, diesen Fehler zu überleben. Ja? Wenn Sie diese Regel einhalten oder Ihnen tun, dann sind Sie ein erfolgreicher Unternehmer. Und es war in Mitte des Millenniums, 2005, 2006, damals war eine Boomzeit. Da gab es keinen Plafond. Also wenn man Helikopter, hätte man vielleicht Helikopter für. Dann wollten wir unbedingt ein Auto. Natürlich in unserer Ausprägung ein offenes Rennauto mit Straßenzulassung. Ein Go-Kart mit Straßenzulassung. Das war unser Briefing. Und dann kam die Finanzkrise. Ja, und dann habe ich also gelernt, wie weit man hinaus. Wir mussten alle Entwicklungen abschreiben, 40, 50 Millionen Euro. Haben aber diese schwierige Situation dazu genutzt, das Produkt zu reshapen, in die Produktpalette hineinzubringen.
Und dieses Produkt ist nach wie vor am Leben. Wir sind mittlerweile mit 1300 Einheiten am Markt verkauft, der größte Okay, Kleinserienhersteller. Respekt. Allerdings muss ich Ihnen dazu sagen, haben wir vorher natürlich alles abgeschrieben. Und all diese Autos, die im Markt sind, die werden ja im Hobbybereich, im Rennsportbereich genutzt, haben natürlich im Jahr einige tausend Euro Teilebedarf. Also das im Nachhinein habe ich gelernt, was der eigentliche Business Case ist. Das war mein Startup. Aber da bin ich zu weit gegangen. Auf der anderen Seite haben wir viel gelernt daraus und haben uns auch profitiert. Aber an sich war das kein Business Case. Vielleicht die vorletzte Frage noch über diese Shareholder-Struktur mit dem indischen Partner, wie das aktuell ist. Und ich glaube, Sie wollen es ein bisschen ändern, dass Sie das vielleicht noch ein bisschen erklären. Die strategische Partnerschaft mit Bajaj ist 2007 zustande gekommen. Der Hintergrund war der folgende: Wir waren damals auf der Suche nach einem strategischen Produktionspartner in Indien, weil Indien ist der größte Markt für Zweiräder, also Motorräder, fast 18 Millionen Einheiten vor Corona, und die hatten die günstigsten Herstellkosten. Auf der anderen Seite war Bajaj damals in Europa auf der Suche nach einem Technologiepartner, denn die großen japanischen Marken kamen in den Markt hinein und kamen mit Viertakttechnologie, Einspritzung, ABS, all diese Technologien, die wir natürlich hatten. Und auf Basis dessen haben wir uns getroffen und haben gesagt, okay, machen wir einen Joint Venture. In der Art und Weise nicht dicke Verträge, sondern ich habe damals gesagt, du kriegst von mir 25% an der Unternehmung. Wir waren damals mit dieser Produktion, damals mit der KTM AG in Wien an der Börse. Und das war für mich das Eintrittsentgelt für ihn, dass er sämtliche Technologie bekommt von uns. Und umgekehrt haben wir ihm eine Motorenplattform gegeben, auf der er auch seine Modelle State of the Art einsetzen konnte. Bajaj hat dann seit 2011 produziert für uns Einstiegsmotorräder in Pune in seinem Hauptwerk. Letztes Jahr waren es 130.000 Einheiten, die wir in etwa die Hälfte vertreiben wir weltweit und die andere Hälfte bleibt in Indien, weil er auch unser Generalimporteur ist. So kam das zustande und Bajaj war dann mit 25% beteiligt und dann kam die Finanzkrise. Sie können sich vorstellen, was dann passiert ist. Die Kurse sind in den Keller gegangen. Wir hatten natürlich andere Schwerpunkte und ich habe damals meinem Partner zugestanden, dass er sämtliche Aktien, die aus dem Free Float kommen, günstig aufsammelt. So kam er von 25 auf 47,8 und wir sind dann im Anschluss mit dieser Gesellschaft Going Private gemacht. Mhm. Ja. Und diese historische Ausgangssituation möchten wir mit einer Restrukturierung bereinigen, denn zwischenzeitlich haben wir einen Elektroast aufgebaut, der sehr attraktiv sich entwickelt. Dort möchte Bajaj auch dabei sein. Umgekehrt macht es insgesamt für den Free Float das Leben auch einfacher. Wir verlieren die Minorities, die nicht unwesentlich sind, und Vereinfachung. Gut, dann jetzt die letzte Frage und das ist vielleicht eine angenehme Frage. Was wären für Sie die drei Argumente für den Kauf der Pira Mobility Aktie, dass Sie sagen, wenn ich mit Ihnen rede, was würde ich sagen, dass deswegen sollte man die Aktie kaufen oder zumindest sich näher anschauen? Ne? Wir machen hier keine Empfehlungen, sondern... Der Punkt eins ist einmal, als Startup tut man sich schwer zu sagen, weil man keinen Track Record hat. Da tue ich mir leicht. Ich habe 30 Jahre Track Record mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 15% in 30 Jahren, mit einer hervorragenden Profitabilität, mit strategischen, immens guten strategischen Ausgangspositionen der Elektromobilität im kleinvolumigen Bereich. Auch mit einer hochinteressanten Position in der Elektrofahrradecke, die wir weltweit ausrollen können. Das ist einmal der Punkt eins. Das zweite ist, wir sind ein, ja, sage ich, vieljährig erfahrenes Management-Team zueinander. Und final muss ich sagen, es gibt hier einen klaren Autobus-Chauffeur, ja, der das Geld dritter Leute so behandelt wie sein eigenes. Das sind die kurzen Werten. Vielen Dank, Herr Pierer. Ein gründergeführtes Unternehmen, das ist eine große Erfolgsstory, das nicht aus einer eigentlichen Gründung, sondern aus einer Insolvenz hervorging, was ich auch sehr, sehr spannend finde. Wer sich für Motorräder interessiert und vielleicht auch Elektrofahrräder, da gibt es ja auch wenig Aktien, wo man direkt investieren kann, sollte sich Pierer Mobility nochmal anschauen. Ansonsten bedanke ich mich für Ihre Zeit und vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, vielen Dank für das umfangreiche Gespräch. Hat mir große Freude gemacht. Viele Grüße. Ja, Dankeschön.